einmal noch dumm rein in Wissenswert. Wir gucken auch gleich Hugos Video, keine Sorge, Chat. Ein Mensch in Deutschland verbringt durchschnittlich über 900 Tage seines Lebens im Straßenverkehr. Genauer gesagt im Auto. Das sind circa 2,5 Jahre. Kein Wunder, dass es dabei immer wieder zu unfassbaren Augenblicken im Straßenverkehr kommt. Oha, Digga. Von denen wir euch heute 10 unglaubliche Momente präsentieren werden. Mit dabei sind unfassbare Straftaten, ein emotionaler Moment, der euch den Atem rauben wird und ein paar, was eine Schnellstraße scheinbar für den idealen Ort hielt, um intim zu werden. Okay. Es wird also kurios und spannend, deshalb bleibt dran, hier. Bei Wissenswert. Ich glaube, dass es weder kurios noch spannend wird, Chat. Ach, und 3 der Momente in diesem Video sind übrigens in Deutschland passiert. Okay. Aus einer anderen Perspektive filmte die Dashcam eines Polizeiautos die ganze Situation, die sich im Jahr 2019 im US-Bundesstaat Washington abgespielt hat. Ein Officer bemerkte dabei ein Kleinflugzeug, was sich in atemberaubender Geschwindigkeit einer Straße näherte. Als er das Auto wendete, sah er dann, wie das Flugzeug zu einer extrem holprigen Landung ansetzte und in den Gegenverkehr fuhr. Gerade noch rechtzeitig konnte der Pilot das Flugzeug in die richtige Spur lenken und kam dann vor einer Kreuzung zum Stehen. Ja, war halt eine Notlandung wahrscheinlich. Der Pilot hatte notlanden müssen, da das Treibstoffsystem ausgefallen war. Nach der Landung zogen der Pilot und der Polizist die Maschine dann von der Strecke. Übrigens müssen Notlandungen auf öffentlichen Straßen nicht immer mit technischen Defekten zusammenhängen. Diese Familie filmte einen Amateurpiloten, der in Alabama notlandete. Was er dann tat und was übrigens auch der Grund für seine Landung war, hatte aber keiner erwartet. Nicht wirklich, oder? Digga, nein. Den nächsten Punkt auf unserer Liste, Bruder, beginnen wir mit einer Quizfrage. Was passiert, wenn man einen Bugatti Chiron mit einem, es ist egal, welche Farbe hat der, einer deutschen Autobahn kombiniert? Dann fährt man damit 440 km/h. Richtig, Höchstgeschwindigkeiten. Denn die deutschen Autobahnen sind bekanntlicherweise fast die einzigen Straßen der Welt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und der Bugatti Chiron ist das schnellste serienmäßig produzierte Auto der Welt. Das schnellste serienmäßig produzierte. Dies nutzte vor wenigen Monaten ein tschechischer Milliardär namens Radim Pasa für seine eigenen Zwecke aus. Auf seinem YouTube-Kanal postete er nämlich ein Video, wie er seinen Bugatti auf der A2 ausfuhr und dabei zu Höchstleistungen trieb. Dabei kam er auf eine Höchstgeschwindigkeit von 417 km/h. Ich dachte, der fährt viel schneller. Die Aktion sorgte für einen Riesenaufschrei und sein Video ging schlagartig viral. Digga, vor allem hat er so einen Rennanzug an, aber keinen Helm. Obwohl er streng genommen kein Tempolimit gebrochen hat, weil es auf der Strecke keins gab, ermittelt nun aber die Polizei gegen ihn wegen illegalen Straßenrennen. Aber man kann nichts machen, glaube ich. Er kann kein Straßenrennen gegen sich selber fahren, so, ne? Denn auch Alleinfahrten können im Einzelfall als solche gewertet werden. Auf der Nummer 8 kommen wir zu einer echten Verfolgungsjagd mit einer erstaunlichen Wendung. Oha, GTA RP. Das Ganze ereignete sich im Jahr 2009 in San Diego, Kalifornien. Hä? Und passierte im Rahmen von Ermittlungen gegen einen Drogenring. Die Verfolgungsjagd begann, als ein Polizeiauto einen schwarzen SUV anhalten wollte, dieser aber einfach weiterfuhr. Nach ganzen 10 Minuten Verfolgungsjagd passierte dann aber etwas Unglaubliches. Die Kriminellen fingen auf einmal an, hunderte von Geldscheinen aus ihrem Autofenster zu werfen. Die Autofahrer auf dem Highway hielten daraufhin sofort an und Dutzende von Menschen sammelten sich Hunderte von Dollar zusammen. Hä, was? Wie smart. Insgesamt hatte es mehrere tausend Dollar geregnet. Die Polizei konnte der Verfolgungsjagd übrigens nach 20 weiteren Minuten ein Ende setzen und fand weitere Tausende von Dollar. Wie krass. Als nächstes kommen wir zu einer unglaublichen Situation, die Also man erkennt relativ viel tatsächlich. Sich im Jahr 2006 ereignete. Man sieht ja alles hier. Im US-Bundesstaat Guck mal, das sind so die Kamerabilder, wenn so irgendwas passiert ist. Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, ja, safe. Das ist genau, das ist mein Nachbar, ja. Also diesen Mann habe ich gesehen, ja. Louisiana war damals nämlich ein verurteilter Mörder namens Richard Lee McNair. Das ist actually mein Nachbar. Aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also das, Ein Polizist scannte daraufhin im Rahmen einer Suchaktion die Umgebung, als ihm ein Jogger auffiel, den er anhielt. Tatsächlich handelte es sich bei dem Jogger wirklich um den geflohenen Richard McNair.
Als der ahnungslose Polizist dann anfing, ihn zu befragen, bewies McNair aber sein Schauspieltalent. Er gab sich als ein Bauarbeiter aus, der nur für wenige Tage für ein Bauprojekt in der Stadt sei. Smart. Insgesamt unterhielt er sich so 10 Minuten mit dem Polizisten, gab währenddessen sogar 2 verschiedene Namen an und stellte sich völlig ahnungslos, als der Cop ihm erzählte, dass er gerade einen Gefängnisausbrecher suche. Aber seht selbst. What is it? We got an escapee. Halt's Maul, das hat er nicht wirklich durchgezogen. Einfach seine Tarnung war eine Brille, Digga. Anderer Mensch auf einmal. Oh, wer sind sie? Prison. Prison here? Yeah. Auf der Nummer 6 kommen wir zu einer kuriosen Begegnung in Thailand. Auf seinem Weg zur Arbeit bot sich eine Motorradfahrer. Oha, Digga, was macht deine Mutter da auf der Straße? Nämlich auf einmal dieser Anblick. Mitten auf der Straße lag ein Elefant und schlief. Dem Mann blieb deshalb keine andere Möglichkeit, als zu warten, bis der Elefant nach 20 Minuten aufstand und ging. Tatsächlich legen sich Elefanten übrigens gerne auf Beton, um sich aufzuwärmen. Ach so, und wenn ein Elefant nicht schläft und man sich ihm mit dem Motorrad zu sehr nähert, kann es auch zu solchen Situationen kommen. Die Nummer 5 belegt einen Fall, der ironischer kaum sein könnte. Verantwortlich dafür war der amerikanische Politiker und Senator Andrew Brenners, der sich während eines Lockdowns letztes Jahr etwas Unglaubliches leistete. Er nahm nämlich an einem Meeting zu einem Gesetzesentwurf teil, während er Auto fuhr. Digga, und er denkt, der Greenskin. Dazu hat. Nein, Bruder, bitte nicht, so schwör, so dumm bist du doch nicht, Bruder. Hat er seinen Hintergrund bei Zoom so geändert, dass es aussah, als säße er in seinem Arbeitszimmer, nur um dann durch sein. Man sieht doch den Anschnallgurt, bist du dumm? Digga, schnallst du dich zu Hause immer an? Ein Anschnallgurt aufzufliegen. Die Ironie an der ganzen Sache war, dass es in dem Meeting unter anderem auch um Verkehrssicherheit und Ablenkungen im Straßenverkehr ging. Bruder, nicht sein Ernst, wie kann man so dumm sein? Natürlich war der Shitstorm, den Brenner daraufhin abbekam, enorm, dennoch sitzt er weiterhin im Senat. Perfekt. Auf der Nummer 4 kommen wir zu dem wahrscheinlich emotionalsten und spektakulärsten Moment auf dieser Liste, den das Paar hinter dem Familienkanal The Campbell Cloud letztes Jahr durch Zufall auf Kamera festhielt. Als die schwangere Mutter der Familie, sag bitte nicht, dass sie ihr Kind ein Baby bekommen hat, Erika ihre Wehen bekam, fuhr ihr Mann Troy sie nämlich ins Krankenhaus und begann gleichzeitig die Fahrt zu filmen. Eigentlich wollte Troy nur einen Clip für einen Geburtsvlog filmen, doch das Ganze entwickelte sich zu einem dramatischen Geburtsvideo. Nach wenigen Minuten wurde nämlich immer deutlicher, dass Erika kurz vor der Entbindung war. Erst machte Troy Scherze, um die Situation aufzulockern und seine Frau bis zum Krankenhaus abzulenken. Oh nein, doch nach Bruder. Wenigen Minuten war der Ernst der Situation klar. Oh nein. Also rief das Paar den Notruf an und fuhr rechts ran, da Erika jeden Moment ihr Kind bekommen konnte. Ich denke mal, er ist ein treuer Ehemann, oder? Mit der Hilfe einer fremden Notrufmitarbeiterin am Telefon meisterten die beiden die Geburt ihres dritten Kindes dann am Straßenrand eines Freeways. Das ist nicht wahr. Obwohl sie extrem nervös waren, behielten sie die Nerven und vor allem Erika bewies sich als eine wahre Heldin. Schließlich hielten sie ihre neugeborene Tochter im Arm. What the fuck? Und als diese dann zu schreien begann, war die Erleichterung gigantisch und die Eltern konnten ihr Glück. Digga, Family Vlog Channels müssen mal ein bisschen chillen, oder? Also diese Family Vlogger müssen ernsthaft mal chillen, Bro. Das Kind ist gerade gespawnt und wird direkt gefilmt. Digga, das Kind ist legit gerade gespawnt und wird direkt gefilmt. Kommt mal klar, hä? Glück kaum fassen. Is the baby crying? Wipe its mouth. Yes, thank God. Als nächstes kommt Alter. Wir zu einem absoluten Fehlverhalten im Straßenverkehr. Als dieses Feuerwehrauto nämlich mit Sirenen zu einem Einsatz fuhr und sich einer roten Ampel näherte, das ist in Deutschland. Fuhr das grüne Auto im Bild. Wir wissen, David, du weißt, wer da drin sitzt. Einfach nicht aus dem Weg. Obwohl dies natürlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Über eine halbe Minute versperrte das Auto die Bahn für die Feuerwehrmänner und Frauen, bis schließlich ein anderer Autofahrer den Ernst der Lage erkannte und über Rot fuhr, um Platz für die Feuerwehr zu machen. Ey, da sage ich ganz ehrlich, Feuerwehr einfach wegschieben und reinfahren. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einem Paar aus Malaysia, das auf eine unglaubliche Idee kam.
Mitten auf einer Schnellstraße hielten sie nämlich auf einmal an. Schon durch die Windschutzscheibe war erkennbar, dass sie möglicherweise leicht bekleidet sind. Der Typ ist einfach nackt. Im Anschluss stieg das Paar dann aus und schaute sich um, nur um sich dann am Straßenrand an ihr Auto gelehnt näher zu kommen. Guck mal, wartet doch wenigstens, bis ihr auf dem Parkplatz oder so seid, hä? Nach wenigen Minuten bereits kam aber ein Auto und das Paar flüchtete in den Innenraum seines Wagens und fuhr davon. Hä? Warum macht man das? Habt ihr kein Zuhause oder? Also fahrt halt irgendwo hin, einfach kurz und gut ist. Das checke ich jetzt aber nicht so, sage ich ehrlich. Also das ist, I guess, das ist ein ziemlicher Weird-Champ-Moment, oder? Zu guter Letzt kommen wir zu einer Aktion eines amerikanischen YouTubers namens Fidias, der übrigens auch schon mal ein MrBeast-Video gewonnen hat und dieses Jahr ein unglaubliches Experiment gewagt hat. Er ist halt in Deutschland quasi. Und zwar wollte er 20 verschiedene Länder bereisen, ohne einen Cent dafür auszugeben. In Deutschland ging das dann nicht und er ist tatsächlich miese. Dazu nutzte er verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel zu trampen, zu betteln, um sich Flugtickets zu kaufen und natürlich zu gehen. Eine Fortbewegungsmethode ging allerdings viel zu weit. Um eine Strecke von mehreren hundert Kilometern zurückzulegen, schlich sich Fidias nämlich in den Gepäckraum eines Flixbus-Busses und fuhr so unbemerkt inmitten der Gepäckstücke fremder Passagiere. Nicht wirklich, oder Bro? Auch wenn Fidias ohne Strafe davonkam und schließlich in Deutschland ankam, ist das natürlich kein Verhalten. Und unfassbar. Habt ihr herausgefunden, welche drei Momente in Deutschland stattgefunden haben? Ja, ich glaube, das mit den Family-Vloggern, der Moment aus Malaysia und das mit dem Gefängnisausbrecher, wo die auf Englisch gesprochen haben. Ich denke mal, das waren die Videos, die in Deutschland gewesen sind, ja.